Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen YouTube-Kanal Christian Klatzka mit dem Video Klatzka reicht's. Der Vergleich zwischen Malkor Super Racer 190 zu YZF Mobster. Nach dem Intro geht's auch direkt los. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Wie fange ich jetzt am besten dieses Video an? Als erstes sollte gesagt werden, dass alles, was ich sage, in keinerlei Verbindung zu irgendwelchen Verträgen, Sponsoren, sonstiges steht. Ich versuche weder Werbung für eine gewisse Marke, für irgendwelchen anderen Kram zu machen. Ich versuche das einfach neutral zu behandeln. Deswegen habe ich hier zwei Pitbikes im direkten Vergleich. Wie schon gesagt, hier handelt es sich um die Malkor 190 Super Racer mit einem Songshen 190 mit Fünfganggetriebe. Und hier ist quasi das Pendant, Konkurrenz darf man ja nicht sagen, der Mitbewerber YZF mit einem YX160 Motor, Edelstahl Auspuffanlage und so weiter und so weiter. Da gehe ich im späteren noch ein bisschen genauer drauf ein. Ja, warum mache ich dieses Vergleichvideo? Warum heißt das Video Klatzka reicht's? Mir reicht's aus dem Grunde, weil halt viele Leute der Meinung sind, diese Fahrzeuge kommen aus Spanien, aus Italien und aus den tollsten Ländern, wo die Sonne immer scheint und alle gut drauf sind. Aber tatsächlich ist es so, dass ich sage mal 90% der produzierten Pitbikes alle aus China kommen. Alle. Durch die Bank weg. Und da muss man halt von vornherein differenzieren. Es gibt Marken und Hersteller, die konzentrieren sich nur auf Pitbikes. Das ist zum Beispiel so ein Hersteller, der halt sich nur darauf konzentriert, Pitbikes zu bauen. Den ganzen Tag schrauben da kleine Chinesen und Asiaten irgendwelche Pitbike-Teile zusammen. Okay, dann haben wir andere Pitbike-Vertriebe, Hersteller, Schrägstrich, Produzenten, die montags Toaster produzieren, dienstags aufblasbare Unterwäsche, mittwochs auf die Idee kommen, ach, wir könnten ja mal ein Pitbike zusammenschrauben, dann aber die Produktion einstellen, weil der Toaster vom Nachbarn kaputt gegangen ist und da erst noch ein neues Kabel angelötet werden muss und dann irgendwann kommen wir wieder zurück zu einem Pitbike. Darum haben wir bei vielen Herstellern eine sehr große Produktstreuung. Also wir haben zum Beispiel, wir waren lange Jahre für diese Marke, für die Marke YZF Händler und haben einiges an Motorrädern verkauft, einiges repariert, viele Kundenfahrzeuge da gehabt. Und ich habe mich damals über so Sachen aufgeregt, dass Verstellschrauben gefehlt haben oder dass mal irgendeine Leitung nicht richtig festgezogen war oder der Lenkkopf ein bisschen zu festgezogen war. Ach, was habe ich mich da aufgeregt. Ja, und jetzt gab es eine kleine Kooperation unter Freunden. Wir haben gesagt, Mensch, was können wir denn noch jetzt so machen dieses Jahr? Wir wollten halt wieder mehr Pitbike fahren. Da ich selber derzeit keine besitze, das ist das Pitbike meiner Frau, habe ich gesagt, okay, was gibt es denn so derzeit Schönes auf dem Markt? Und habe mal in den Foren ein bisschen gelesen und habe mir ein paar Videos angeguckt. Und da wurde diese Malkor, die wurde so in den Himmel gelobt und ja, die Qualität, die ist toll und die fährt so gut und da habt ihr überhaupt gar keine Probleme mit. Also haben wir uns kurzerhand entschlossen, drei von diesen Fahrzeugen zu bestellen. Eine für mich, eine für meine Frau, weil dieses Fahrzeug sollte eigentlich weg und eine für einen guten Freund. Ja, und was da passiert ist, das erzähle ich euch gleich. Und was dieser 500 Gramm Fäustel mit der Montage dieses Fahrzeuges, wie das in Verbindung miteinander steht, das erzähle ich euch gleich im Anschluss. Ich möchte aber erst auf ein paar andere Sachen eingehen. Da war alles sehr, sehr spannend. Ich darf mich von vornherein erstmal entschuldigen für die vielleicht eventuell Klangkulisse von außen. Der Nachbar reist gerade an seinem Haus ein bisschen rum. Ab und zu fahren ein paar Autos vorbei. Ich bin aber kein Freund von irgendwie Bling-Bling-Auftritten mit toll animierten Intros und den ganzen Müll oder mit tollen Hintergründen. Das interessiert eigentlich überhaupt gar nicht, weil wir wollen ja über ein paar Fakten reden. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Fakten. Fakt ist, ich musste mir eine Liste machen, dass ich diese ganzen Probleme, die so bei Pitbikes auftauchen, einfach mal niederschreibe. Und damit ich euch erstmal darüber berichten kann, was hier alles so schiefgelaufen ist beim Aufbau. Wir fangen erstmal ganz harmlos an. Das Pitbike wird halt, genauso wie diese, in der Schachtel geliefert. So.
Und die sind natürlich nicht komplett montiert. Also da müssen halt noch ein paar Sachen dran gemacht werden. Als Vergleich, die YCF kam in einer Pappschachtel. Ungefähre Aufbauzeit mit so Kleinigkeiten wie Achsen schmieren und wirklich schon Sachen, die eigentlich jetzt nicht so zum Standardaufbau gehören, ungefähr 4 Arbeitsstunden. Also wirklich 4 intensive Stunden Bauzeit, um dieses Pitbike so hinzuschrauben, dass es geradeaus läuft, dass man sie ankicken kann, dann passt das Ventilspiel schon, dann ist der Lenkkopf eingestellt, alles wunderbar. Was hatte ich hier für Probleme? Eigentlich gar keine, außer dass man sich am Karton beim Auspacken mal geschnitten hat oder so. Ansonsten war wirklich hier viel Plug and Play. Ich werde später noch mal ein paar Detailaufnahmen machen. Es geht damit los, dass wir hier eine gefräste Gabelbrücke haben, die auch wirklich schön in Flucht zueinander steht. Das heißt, ich habe keine Verspannung in der Gabel, wenn ich jetzt anfange, die Gabelklemmen von der Gabelbrücke festzuschrauben. Ja? Die Gabel läuft sehr sämig, sie läuft sehr gut. Ich habe ab und zu mal das Problem, dass bei der Edelstahlauspuffanlage die Schweißnähte reißen. Generell muss noch gesagt werden, dass egal welcher Pitbike-Hersteller die Motoren immer zukauft, also die Motoren bauen die halt nicht selber zusammen, die kaufen sie halt von irgendeinem Großlieferanten und bauen sie halt in die Fahrzeuge ein. Und eigentlich ist es so, dass die Aufnahmepunkte der Motoren genormt, / gleich sind, sodass man halt in so ein Fahrzeug auch einen YX160 Motor einbauen kann oder hier einen Daytona 190 oder. Variieren tut dann eigentlich nur der Kabelbaum, CDI etc. Aber darauf will ich eigentlich gar nicht hinaus, denn wie gesagt, ich hatte hier ungefähr eine Bauzeit von 4 Stunden. Nachgerüstet bzw. umgebaut habe ich für mich persönlich eine radiale Bremspumpe und einen 4-Kolben Rennbremssattel. Ja? Okay, was gab es da für Probleme? Keine. Ich habe in den Produktkatalog von YCF geschaut, habe mir einen passenden Adapter passend zu meinem Fahrzeug bestellt. 3-4 Tage später war dieser besagte Adapter mit Sattel angekommen, wurde geliefert. Ich habe diesen Adapter dran geschraubt. Es läuft alles in Flucht zueinander. Und es gab keine Probleme. Und um ehrlich zu sein, ich muss jetzt wirklich, wirklich nachdenken, hatte ich eigentlich bisher mit dem Moped so keinen Stress. Ne? Wirklich nicht. Fahrwerk ist voll einstellbar, genauso wie hier. Also deswegen habe ich ja gesagt, ich versuche möglichst direkt einen Vergleich zu machen. Hier sind ja einfach durchdachtere Komponenten dran. Es geht zum Beispiel damit los, dass bei YCF diese Schalthebel klappbar sind. Ne? So, da ist eine Gummiummantelung drum. Warum ist es wichtig, dass der klappbar ist? Erstens mal, wenn man stürzt, klappt der halt ein. Ne? Das heißt, die Energie wird abgeleitet, geht halt nicht direkt auf die Schaltwelle, die dadurch halt Schaden nehmen könnte. Und was halt richtig toll ist für den Kartbahnbetreiber, wo wir letzten Endes fahren, weil hier halt eine Gummiummantelung ist, zerkratzt sich den Boden nicht. Okay. Bei YCF sind serienmäßig auch Fußrastenschleifer mit dabei. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, sei jetzt erstmal dahingestellt. Es sind auf jeden Fall welche bei. Wir haben jetzt hier zum Beispiel bei dem Fahrzeug erstmalig einen Original Kehin 28er Rundschiebervergaser drauf. Also wirklich kein Nachbau, was sonst üblich ist, sondern wirklich ein Original Kehin Vergaser. Und das war es eigentlich schon zu dem Moped. Die hat bis jetzt 23,4 Betriebsstunden. Richtig eine Packung gekriegt, also die wird nicht geschont, die Kiste, sie wird halt warm und kalt gefahren, aber dazwischen kriegt sie, also sie wird nicht geschont. Es ist halt ein Sportgerät, es ist ein Spaßgerät und die kriegt halt ganz kräftig vorn hinter. Okay, in dem Zeitraum, was habe ich in dem Zeitraum gemacht, in diesen, ich sag mal, aufgerundet fast 30 Stunden, ich habe mein Ventilspiel geprüft und ich habe alle 5 Stunden Ölwechsel betrieben. Dieses Moped hat eigentlich alles ab Werk dran, um Spaß zu haben. Die Bremsanlage, die halt dran ist, die ist für mich halt zu schwach. Ne? Also für mich persönlich. Man kann aber mitfahren, gar keine Frage. Man kauft dieses Moped aus der Schachtel, baut die Gabel ein, baut den Lenker drauf. Wirklich, es ist kein großes Hexenwerk, dieses Pitbike zu montieren und eigentlich relativ zeitnah damit losfahren zu können. Okay, jetzt kommen wir zum Thema Probleme oder Verbesserungspotenzial bei der Malkor Super Racer. Ich habe schon erwähnt, ich habe da einen Bremsadapter bestellt bei der Firma YCF, habe den montiert und war glücklich. Die Malkor kommt bereits mit einer 4-Kolben-Radialbremsanlage ab Werk daher. Und das Ärgerliche ist, dieser Bremsadapter, ich werde das nachher auch nochmal abfilmen, ist ja gefräst, ist ein gefrästes Teil. So, ich komme selber aus dem Maschinenbau bzw. Werkzeugbau und wenn ich doch die Möglichkeiten habe,
etwas zu programmieren, zu fräsen, dann fräse ich es doch so, dass es gleich passt. Nein, die Firma Malcor hatte sich da lieber entschlossen, den Bremsradadapter nicht passend zu fräsen, sondern lieber 6 Unterlegscheiben beizulegen, die man dann akkurat hinter den Gabelfuß fummeln muss, damit der Bremssattel in Flucht zur Bremsscheibe steht. Dann ist das schon ein bisschen fragwürdig. Also, wir haben einen Bremsradadapter, der eigentlich so ab Werk überhaupt gar nicht passt. Wunderbar. Jetzt hatten wir das Problem, jedes Motorrad, ne, ob ich jetzt eine Honda nehme oder was auch immer, jedes Motorrad hat einen Lenkanschlag. Und zwar einen mechanischen. Ne, der kann halt wie folgt aussehen, dass die Gabelbrücke an den Rahmen drückt, aber eigentlich hat man immer so einen Metallzapfen, wo quasi ein mechanischer Anschlag gewährleistet wird. Alles klar. Bei der Malcor Super Racer hat man ein ganz widerliches Geräusch, weil nämlich die Gabelbrücke nicht an den Lenkanschlag schlägt, sondern an den Ölkühler. Richtig klasse. Also was macht man? Man versetzt den Ölkühler nach hinten. Problem an der Geschichte ist, jetzt haben wir diesen Ölkühler nach hinten versetzt, jetzt kriegen wir den Ventildeckel nicht mehr ab, um die Ventile einzustellen. Heißt also, ich muss bei jedem Mal, wenn ich meine Ventile kontrollieren will, ich mache das persönlich alle 5 bis 10 Stunden, muss ich allen Ernstes den Ölkühler komplett demontieren. Das ist natürlich auf Dauer ein bisschen nervig. So, dann hatten wir das Problem, dass wir bei der Montage festgestellt haben, dass sämtliche Leitungen überhaupt nicht festgezogen waren. Weder an der Bremse vorne, noch die Ölleitung vom Ölkühler, die angeflanscht werden an den Motor. Die Fußrasten sind der Oberkracher. So, jetzt muss ich das mal im Detail mal filmen. Aber wenn man jetzt mal guckt, von rechts nach links, die sind recht gleichmäßig, was die Abstände betrifft. Und man sieht auch auf den ersten Blick, dass die Fußraste weiter raussteht als der Schalthebel. Okay, jetzt gehen wir mal zu der Super Racer. Was fällt auf den ersten Blick auf? Dass die rechte Fußraste, um genau zu sein, über 4 cm nach rechts raussteht. Warum ist das so? Jetzt wird es richtig interessant. Und jetzt müsst ihr auch genau aufpassen, was sich da der Konstrukteur gedacht hat. Also, der Konstrukteur dachte sich, es wäre eine total klasse Idee, dass man die Fußrastenanlage nach hinten und nach oben verlegt. Jetzt haben die aber wahrscheinlich im Werk festgestellt, ach ja, den Hammer soll ich vielleicht erstmal wegnehmen, Sicherheitsgründen, weil nicht, dass ich nachher das Pippwerk noch aus Frust zerschlage. Jetzt hat der Konstrukteur aber festgestellt, wenn ich die Fußraste nach oben und nach, also nach oben und nach zur Seite verlege, nach oben und nach hinten, Entschuldigung, dann kann ich nicht mehr kicken. So, und ne, jetzt haben die das so gebaut, dass der Kicker da so quasi zwischenher geht. Ist ja kein Problem. Das Blöde ist aber, weil die Fußrastenlage jetzt so weit hinten ist und ich mit den Ballen versuche zu treten, trete ich während des Kickvorgangs volles Programm mit der Fußspitze auf die Raste. Was natürlich zur Folge hat, dass ich mir eventuell einen Bänderriss zuziehen kann. Das ist natürlich nicht so gut durchdacht. Jetzt gehen wir auf die andere Seite rüber und jetzt wird es richtig spaßig. Jetzt achtet mal auf diesen Abstand zwischen Schalthebel und Fußraste. Ja? Ich habe Schuhgröße 44 und komme nicht an diesen Schalthebel ran. Ich muss mit dem Fuß rübergehen, meine Schaltung betätigen und wieder zurück. So, jetzt gucken wir uns den Schalthebel mal genauer an. Ich habe den nur lose draufgesteckt. Ist das nicht wahnsinnig gut verarbeitet? Guckt euch das mal an. Ha? Aber Hauptsache eine verchromte Oberfläche. So, und hier ist nichts mit Klappen. Das ist massiv. Und hier Vollmetall. Lege ich mich jetzt also hiermit auf die Klappe. Ja, da gibt nichts nach. Das geht alles direkt auf meine Schaltwelle. So, die Schaltwelle guckt auch ziemlich weit raus aus dem Motor. Das heißt, ich lege mich auf die Klappe, was halt mal passiert. Und im schlimmsten Fall biege ich mir meine Schaltwelle krumm. Und der Kartbahnbetreiber freut sich ein Loch im Bauch, weil ich eine 3 cm tiefe Schneise in seinen Asphalt reiße. Also das hier kann schon mal in den Müll. So, dann haben die diese Pitbikes einen sogenannten Motorschutz. Hier bei der Malcor. So ein Blech, wo man sich auch, naja, wenn man es drauf anlegt, dran verletzen kann. Und jetzt gucken wir mal bei der YCF. Wir haben hier recht saubere Schweißnähte. Das ist wertiges Material. Und jetzt achten wir mal drauf, wir haben hier die Ölablassschraube und hier ein Loch. Wofür ist das Loch? Ja, ganz einfach, damit ich von hier von unten mit der Nuss drunter komme, um das Öl abzulassen. Meine lieben Leute, und jetzt nehme ich euch mal mit zu der Malcor. Ja, dieser Motorschutz. Hier ist die Ölablassschraube. Und da hinten, also da jetzt, man kann das
tut mir leid, schlecht erkennen, da ist das Loch. Aber der Motorschutz sitzt direkt unter der Schraube. Das heißt, ich muss diesen ganzen Motorschutz drunter wegbauen, ja, um das Öl ablassen zu können. Ah, Wahnsinn. Also der Konstrukteur, der hat morgens keinen Kaffee, sondern, glaube ich, Lack gesoffen. Ne? Aber wird noch viel besser, keine Angst. Der erste Probelauf. Ah, Wahnsinn, der erste Probelauf, man freut sich, das Moped läuft. Und jetzt komme ich um die Ecke, das Moped läuft im Stand. Da brennt die. Da fängt die Kleine einfach an zu brennen. Sie wollte sich quasi schon selber das Leben nehmen. So, warum ist das so? Der Halter hier war vorher in einer ganz anderen Position, sodass der Bautenzug nicht hier zwischenher läuft, sondern unterm Krümmer und hat sich am Krümmer festgebrannt. Verrückt. Und da kam mir über schon so ein kleiner Schwelbrand und das ist natürlich nicht so geil. Dann musste ich leider bei meinem Neufahrzeug direkt neue Spritschläuche bestellen. Das sind hochwertige Spritschläuche. Benzinfest, ja? Weil da fließt ja Benzin durch. So. Und ja, wie war es bei der Maiko? Diese Benzinschläuche, die waren aus so einer Art Silikon. Und bei meinem Fahrzeug, wie gesagt, wir haben 3 Stück bestellt, waren diese Schläuche schon so verklebt. Die waren irgendwie so ja, zusammengedrückt. Ich kriegte gar keinen Sprit bis in meinen Filter rein. Und was ich bei der Fußrastanlage noch vergessen habe zu erwähnen, die haben sie ja hier verlängert mit so einem Rohr. Ne? Da haben sie einfach ein Rohr zwischengeschweißt. So. Auf der linken Seite aber nicht. Und jetzt haben wir das Problem, dass die linke Fußraste so dicht am Motor sitzt, also wirklich extrem dicht, und der Schalthebel quasi hier steht. Ich stecke den Schalthebel nochmal drauf. Ich muss den mal gerade suchen, weil den habe ich ja irgendwie hier im Garten rumgepfeffert vor Wut. So, und hier nochmal die Veranschaulichung. Na, das ist schon ein großes Kino. Also wenn ich doch auf der Seite die Fußraste um 4 cm verlängern muss, damit der Kicker dazwischen hergeht, dann mache ich das so auch gefälligst auch auf der linken Seite. Na, wir haben hier die Zündspule und hier ist eine Schutzkappe drüber. Ne? Für Spritzwasser und so weiter und so fort. So, jetzt gehen wir mal zu der kleinen Malkoa. Ja, die braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Da liegen die Kontakte frei. Ne? Also wenn ich jetzt doof wäre, ne, und bin irgendwo auf der Rennstrecke und mag jemanden nicht, ja, dann gehe ich einfach her und mache, ne, zack, so, Moped läuft nicht mehr. Ja, wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Weil, wie gesagt, das große Finale von diesem Fahrzeug, das kommt jetzt. Das Fahrzeug, genauso wie diese hier, wurde ausgeliefert ohne Reifen, beziehungsweise die mit Reifen, nicht mit denen, aber halt mit Reifen. Die ohne Reifen, aber die Felge war schon fertig montiert. Die saß hinten in dieser Schwinge drin. Jetzt muss ja das Rad erstmal raus, weil ist ja kein Reifen drauf. Ne? Wir müssen einen Reifen aufziehen. Okay. Ich kriegte diesen Bolzen von der Achse, also von der Achse, ne? Die Steckachse. Ne? Die Steckachse kriegte ich nicht losgeschraubt. So, und dann nach vielen Versuchen hin und her und mit wirklich viel Gewalt habe ich dann irgendwann die Schraube gelöst bekommen. Und normalerweise kann man dann ja, vielleicht habt ihr ja schon mal einen Reifen oder ein Rad gewechselt an einem Motorrad, kann man eigentlich, wenn man das Rad ein bisschen anzieht, die Radachse rausziehen. Ging nicht. Da habe ich erst mit dem Gummihammer angefangen, ganz vorsichtig auf die Achse eingedroschen. Das funktionierte nicht. Also habe ich dann irgendwann besagten Hammer ausgepackt, 500 Gramm, und habe auf dieser Welle eingedroschen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, um diese doofe Achse daraus zu bekommen. Irgendwann hatte ich die Achse dann so weit, dass ich sie packen konnte. Jetzt ziehe ich die Achse raus. Was passiert? Das Rad blieb drin. Das Rad blieb tatsächlich drin, weil wusste ich nicht. Warum bleibt jetzt, ich habe doch gar keine Verbindung mehr zur Schwinge. Dachte, das Rad muss doch jetzt nach unten rausfallen. Nein, ich stelle dann sehr schnell fest, dass Spannung auf der Schwinge ist. Also habe ich mir einen Austreiber genommen, weil es nicht anders ging, und habe wieder mit diesem Hammer meine Hülsen versucht rauszuschlagen. Wie gesagt, die Achse lag schon irgendwo bei mir in der Bude. Jetzt habe ich mit diesem Hammer drauf eingetrümmert. Da fiel die erste Hülse raus, wohlgemerkt, wir haben 3, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. In dem Moment, wo die Hülse rausfällt, macht die Schwinge so und hält die Felge tatsächlich wieder fest. Und dann steht man erstmal da, hat diesen Hammer in der Hand und denkt wirklich drüber nach, eine kurze Renovierung des Fahrzeuges damit durchzuführen. Ne? Weil irgendwann kommt halt der Punkt, wenn man 2 Wochen lang an diesem Motorrad rumschraubt, um überhaupt erstmal dafür Sorge zu tragen, dass es überhaupt erstmal ansatzweise geradeaus läuft, dann hat man irgendwann keine Lust mehr. Und wie gesagt, wir haben von diesen Fahrzeugen um die 150 Fahrzeuge gebaut, verkauft, gefahren, wie auch immer. Ich kannte sowas nicht.
Nicht im Ansatz. Preistechnisch gesehen liegen die auch gar nicht weit auseinander. Na, das muss man auch im Hinterkopf behalten. Das Thema Hülsen spreche ich gleich nochmal im Detail an. Nachdem ich wirklich 2 Wochen der puren Verzweiflung hatte und erstmal lieben Gruß an Werner vom Stein und an Biker Office, an den Wolfgang und den Etienne, weil die drei, muss ich ganz ehrlich sagen, sind einfach tolle Menschen, sehr seriöse Händler, die sich auch tatsächlich mit diesen Themen befassen und diese Fahrzeuge wirklich so hinschrauben, dass man da safe mit durch die Gegend fahren kann, dass man als Endkunde nicht diese Probleme durchleben muss. Und deswegen auch dieser Slogan, Klatzker reicht's. Ich lese halt immer wieder, ja, ich kaufe mir direkt aus Spanien. Ich importiere mir die selber. Da spare ich ja 300 Euro. Ja, dann habt ihr aber genau die Probleme, die ich gerade angesprochen habe. Und ich habe auf der Arbeit die Möglichkeit, Hülsen zu drehen, Motorteile abzufräsen, dazu komme ich jetzt. Und das haben die wenigsten von euch. Ne? Im besten Fall habt ihr eine Flex zu Hause und ein Feuerzeug. Das Feuerzeug eignet sich gut dafür, hier Sprit reinzufüllen und einfach ein Sticken dran zu halten. Hat sich das Thema nämlich von ganz allein erledigt. So, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Ne? Deswegen gebe ich euch einfach den gut gemeinten Tipp. Geht zum seriösen Händler, und zwar Fachhändler. Kauft kein Pitbike an der Tankstelle oder irgendwie von irgendwem, der eigentlich als Hauptgeschäft Bademode hat. Ne, er vertreibt Bademode und nebenbei verkauft er noch Pitbikes, weil man darf nicht vergessen, es ist ein regelrechter Boom und Hype entstanden, gerade in den letzten 2 Jahren. Und die chinesischen Werke kommen halt auch mit der Produktion gar nicht mehr so hinterher. Was passiert natürlich letzten Endes? Sie machen sich alle Stress, holen sich immer mehr Arbeiter, die das Handwerk scheinbar nicht so gut beherrschen. Und dann hat man dann halt so eine Qualität. Ne? Bei diesen Fahrzeugen hat man mittlerweile eine Wartezeit von fast 9 Monaten, ne? Wenn man jetzt als Händler eigene Fahrzeuge bauen lassen will. Also das ist schon krass, was da in den letzten Jahren abgegangen ist. Also vor 4 Jahren, da konnte man bei Händlern einfach auf Kaufen klicken, dann hat man die Teile bekommen. Und mittlerweile, weil die Nachfrage so unfassbar hoch ist und das wirklich global, also weltweit, Nachfrage an Pitbikes ist wahnsinnig gestiegen, haben wir halt einfach das Problem, dass wir jetzt diese extremen Qualitätsschwankungen da drin haben. Händler wie Werner vom Stein und auch Biker Office, die nehmen sich solcher Probleme gerne an. Die haben auch die nötige Kompetenz und das Fachwissen, um diese Motorräder gleich von vornherein so zu schrauben, dass es halt auf Dauer für euch speziell Spaß macht. So, das an dieser Stelle. Erstmal lieben Gruß an meine Jungs. Alles klar. So, jetzt kommen wir zum Trommelwirbel, großes Finale. Ich habe dieses Moped jetzt gebaut. Beide Räder stehen so halbwegs in Flucht zueinander, alles schön, alles toll, die Gabel ist befüllt, das Lenkkopflager ist neu und eingestellt. Jetzt schiebe ich das Moped raus, habe den ersten Probelauf, der Bautenzug brennt, alles klar. Also Moped wieder rein, Halter ändern, neuen Bautenzug rein, wunderbar. Und ja, die erste Probefahrt waren genau 6 Meter, weil ich nicht schalten konnte. Mein Pitbike hatte tatsächlich, Neufahrzeug, einen werksmäßigen Getriebeschaden. Also Songshen 190 gibt es extrem viele Probleme mit diesem Motor. Ich persönlich, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, ich rate davon sowieso ab. Ja, so, also wir hatten jetzt, wie gesagt, das Problem, ich kam genau 6 Meter weit, kann nicht mehr schalten. So, jetzt angenommen, ich hätte ein Problem bei der YCF mit meinem Getriebe, ja, oder mit meiner Kupplung. Ja, dann ist das überhaupt gar kein Thema. Dann schraube ich den Kicker ab, ne? Gar kein Thema. Dann löse ich meine Deckelschrauben, ja, und dann kann ich diesen Deckel abziehen. So, ne? Hier ist alles schön frei, das heißt hier in diese Richtung und so, da ist alles frei. Ne? Fakt ist, ich komme im eingebauten Zustand des Motors an mein Getriebe. So, jetzt habe ich bei der Malco halt das Problem. Jetzt möchte ich gerne mal gucken, was denn in meinem Getriebe so los ist oder generell, wo das Problem herkommt. Tja, und jetzt haben wir ein kleines Problem, weil selbst wenn ich alle meine Schrauben löse, ich kriege den Deckel nicht ab, weil der Konstrukteur wieder mal gepennt hat und wie ihr seht, ist meine Fußrastanlage im Weg. Ich kriege den Deckel nicht abgezogen, weil hier haben wir noch ein Stück quasi aus der Produktion von dem Deckel. Und der schlägt an die Halterung meiner Fußrastenanlage. Ich kann jetzt darüber lachen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich bin hier wie Rumpelstilzchen durch meine Bude gehüpft,
und war außer mir vor Freude, weil jetzt kam ja noch mehr Arbeit auf mich zu. Jetzt musste ich diesen kompletten Motor ausbauen. Das heißt, Krümmer ab, Zündung ab, die ganzen Kabel, Vergaser, alles muss ab. Und ist mir aufgefallen, dass diese Hülsen, wo der Motor draufsteht, überhaupt nicht passen. Der Motor ist total mit Verzug in diesen Rahmen reingeschmissen worden. Ja. Was haben wir gemacht? Logischerweise, es muss ja fertig. Alles zerlegt, Motor raus, Motor gespalten. Und wo war das Problem? Wir hatten beim Getriebe werkseitig einen Montagefehler. Mein Schaltarm konnte nicht richtig in den Schaltstern greifen. Deswegen hing mein Getriebe irgendwo in einem Zwischengang fest. Und sobald der Motor unter Last stand, also wenn er lief, ich kriegte meine Gänge einfach nicht mehr rein. Das heißt, wir haben ein Neufahrzeug, wo ich tatsächlich viel mit diesem Gerät arbeiten muss. Das ist mein bester Freund geworden, weil ich ja meine Felge hinten gar nicht rauskriege. Und das Interessante ist, hier zum Beispiel haben wir eine Bremsscheibe. Hier an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Wolfgang und Etienne vom Biker Office, weil diese Jungs haben mir halt eine passende Bremsscheibe geliefert, weil werkseitig die Bremsscheibe, komisch eingebaut wurde. Hier mal ein kurzer Ausschnitt von der Bauphase. Dass die Floater gegen die Felge drücken und somit die Bremsscheibe gar nicht genug nach hier rüber kommt und schon krumm ist. Ich kann nämlich hier meinen Finger zwischenstecken, Alter. Was ist das denn? So, und hier nochmal im Vergleich eine Aluminiumschwinge bei der YCF. Wirklich mit sehr, sehr sauberen Schweißnähten. Man sieht auch hier, ne? Das ist alles gefräst und wirklich schön. Natürlich, so eine Schwinge, wenn ich sie mal zerkloppe, also ich habe es noch nicht hingekriegt, aber angenommen wenn, kostet halt so eine Schwinge zwischen 250 bis 300 Euro, ne? Aber es ist halt wertig. So, und wenn ich jetzt hier meine Radachse rausziehe, ja, dann habe ich auch mein Rad in der Hand und muss mir keine Sorgen machen, dass irgendwie da was verspannt ist. So, jetzt bei der Super Racer, wir haben halt Stahl, muss ja nicht schlecht sein, aber die haben zum Beispiel den hinteren Bremssattel von irgendeinem Pitbike übernommen. Die haben festgestellt bei der Montage, verdammt, diese angeschweißte Hülse hier, die halt an dem Bremssattelträger sitzt, ne? Die Hülse, die passt gar nicht, verdammt, dann machen wir mal eine andere Hülse zwischen. So, und diese Hülse, die hier zwischen sitzt, die habe ich erstmal um 4,5 mm abdrehen müssen, damit ich überhaupt mein Rad eingebaut bekomme. Jetzt steht das Rad aber eigentlich nicht in Flucht zum Vorderrad, ne? Das Hinterrad steht eigentlich ein bisschen zu weit rechts rüber. Das heißt, ich werde jetzt anfangen mit Offset-Felge, ich werde mir Distanzhülsen drehen für das Kettenrad hinten und so weiter und so weiter. Also ihr seht, es ist unfassbar viel Arbeit, die noch in dieses Fahrzeug gesteckt werden muss, damit man es halt vernünftig hat. So kann man es machen und so sollte man es besser nicht machen. Dann hier nochmal im Detail die Bremsanlage der YCF. Jetzt haben wir den Adapter. Ja, da sitzen keine Unterlegscheiben drunter. Wir haben eine schön zentrierte Bremsscheibe zum Bremssattel. Alles passt, Plug and Play, wunderbar. Direkt hier das Negativbeispiel. Da wird natürlich jetzt noch ein passender Adapter von mir gefräst. Das kann so nicht bleiben. Ne? Das sieht erstens total bescheiden aus. Zweitens passt das mit dem Sattel immer noch nicht ganz. Wie ihr seht, steht er noch ein bisschen zu weit nach rechts rüber. Das heißt, der Abstand hier, guckt euch das mal an, muss halt noch ein Stück weiter nach darüber. Dann jetzt mal im Detail diese Edelstahl-Auspuffanlage von der Firma YCF ist eine Factory-Auspuffanlage. Und tatsächlich steht nicht nur Factory drauf, sondern ist auch tatsächlich Factory drin. Wir haben die Auspuffanlage hier geteilt mit einem schönen Y-Stück. Na, und man guckt sie einfach mal so die Nähte mal an. Eieiei, wie geil das ist. Ne? Und auch so vom Rahmen her und so. Es ist sauberer auf jeden Fall, verschweißt und gefertigt als wie bei der Malkor. Ne? Muss man einfach mal ganz knallhart so sagen. So, dann haben wir auch einen schönen Kicker. Hat auch eine leichte Biegung drin, dass wir halt näher zum Motorblock kommen, dass wir hier nicht uns mit dem Stiefel verhaken. Jetzt gehen wir wieder zu der Malkor. Ist ja richtig Sport, was ich heute mache. Ne? Auspuffanlage, okay. Ne? Standard Pitbike halt. Einfach so ein bisschen Blech dran gezimmert. Ist okay, funktioniert, nur die von YCF bringt nachweislich Leistung, während das bei der halt nicht der Fall ist. Aber wie gesagt, wir reden ja auch nicht von Tuning, sondern einfach von, es muss aus der Schachtel raus funktionieren. Dann haben wir halt den Kicker. Ne?
wenn man sich das dann mal so anguckt, so mal im direkten, Vergleich, das ist halt schon alles nicht so richtig wertig und ne, das sind ein paar Euro Unterschied, aber die machen letzten Endes ja, den Kohl dann doch wiederum fett. Ne? Vielen Dank fürs Einschalten. Tut mir furchtbar leid, dass das Video so unfassbar lange geht, aber ich wollte euch einfach mal so ein bisschen so ein paar Einblicke geben, gerade was Qualitätsstreuung betrifft zwischen den einzelnen Pitbike-Herstellern, auf gewisse Probleme so ein bisschen hinweisen. Vielleicht nimmt sich ja auch der Hersteller was davon an, man weiß es nicht, weil letzten Endes soll es uns allen ja Spaß machen. Und so wie halt manche Fahrzeuge ausgeliefert werden, macht es halt keinen Spaß. Nochmals vielen Dank an Werner von Stein und Biker Office, an den Wolfgang und den Etienne. Ein großes Dankeschön, weil ihr habt mir quasi durch die schwere Zeit ein bisschen geholfen, habt mich mit Teile versorgt, habt immer wieder für gute Laune gesorgt. Und für euch Zuseher, googelt die Leute einfach mal, guckt, was die so machen. Die sind wirklich mit Herzblut dabei und für die lege ich beide Hände ins Feuer. Wie gesagt, es ist meine private Einstellung zu auch den Leuten, zu den Menschen, meine private Einstellung zu den Pitbikes. Ich wollte euch einfach nur damit ein bisschen Hilfestellung geben, was den nächsten, ja, die Entscheidung beim Kauf des Pitbikes ein bisschen erleichtert. Ne? Ihr wisst jetzt, auf was ihr achten müsst. Es funktioniert natürlich auch, wenn da Unterlegscheiben unter sind und am Sattel, gar keine Frage. Es bremst auch so. Aber ich habe einfach immer so ein bisschen den Qualitätsanspruch. Es soll halt wertig sein. Ne? Auch wenn man was anfasst, es muss wertig sein. Letzten Endes sitzen wir viele Stunden auf diesen Dingern und wollen halt auch Freude haben. Ne? Und uns nicht immer nur ärgern in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock drauf habt. Vielleicht auch ein Däumchen. Schreibt mir was in die Kommentare. Und ja, die nächsten Videos sind bereits in Planung und wir halten euch gerne mit allem weiteren auf dem Laufenden. Bis bald! Na, unser Nachbar, ich drehe gleich noch komplett in den roten Bereich hier. Ich fange nochmal von vorne an, das war nämlich richtig für den Arsch.